Benvenuti, signore e signori, in Italia. Machine Auftrag hier für die Signore Marco Sola. Ist die Auftraggeber. Ich gucke für euch. Benji Frascati. Ja, wir sind wieder in Italien zurück und natürlich hier immer noch bei dem Auftrag. Und ich bin mir nicht so ganz sicher. Also wir werden auf jeden Fall den runterernten können, bevor der also der Drescher geht jetzt tatsächlich, das passt tatsächlich genau, und der Rosselmarsch mit diesem Kipper, ich meine, da gingen genau 22.000 Liter rein und der kann 11.000 Liter ernten. Wir können auf jeden Fall hier das runterholen, das Feld, komplett, und dann erst verkaufen gehen. Das heißt, wir haben wirklich maximalen Gewinn aus der ganzen Nummer, aber wir werden zweimal fahren müssen. Also wir werden den Drescher tatsächlich nicht komplett nochmal entladen bekommen, ne, mit dem Hafer, der da noch drauf ist. Deswegen, ja, hilft nichts. Müssen wir mal so machen, wie es jetzt gerade kommt. Das ist auch ein bisschen ärgerlich hier, so eine Mini-Schneise hier. Aber gut. Nehmen wir so hin, ne? Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal runterernten und dann schauen wir weiter. Bin sehr gespannt, was danach herauskommt. Aber ich habe schon ein bisschen in die Aufträge geguckt. So richtig coole Sachen sind im Moment nicht dabei. Ich habe schon fast mit dem Gedanken gespielt, so einen Rübenauftrag zu machen. Ja, da kommt ja nicht nur das runter, sondern da kommt auch noch ein bisschen mehr runter. Aber Feld 22 und Scalo Merci BP, was ist das denn? Hört sich so ein bisschen wie Tankstelle an. Mal eben hier anhalten und drehen. Muss ja gleich mal gucken. Was ist das denn jetzt? Italienische Polka im Hintergrund? Könnte sein, ne? Irgendwie sowas in die Richtung. So, Moment, was war das für ein 22 und Scalo? 22 ist. Achso, das war hier, ne? Und dann geht es dahin, da oben. Das wäre vom Abfahren her noch okay, glaube ich. Kannst ja bei Santa Lucia vorbei, ne? Aber es sind auch 3 Hektar. Also das ist nicht mal eben gemacht, das kann ich euch sagen. Aber das Geld schmeckt schon ein bisschen. Wie gesagt, es kommt da ein bisschen mehr runter. Wir gucken mal. Ich würde sagen, folgender Plan. Wir fahren das hier erstmal weg. Dann gucken wir mal, was ansteht. Und dann schauen wir mal, ob wir uns hinreißen lassen zu diesem finanziell schmackhaften, aber wenig spannenden Projekt, ne? Das Ding ist halt auch, man muss halt wirklich gucken, diese Roder, ja, die muss man halt auch mit VCA irgendwie ordentlich einstellen, dass das einigermaßen passt. Ich glaube, bei dem Roper-Roder braucht man vorher wenigstens keinen Krautschläger. Das ist ja schon mal was. Ne? Und jetzt können wir übrigens tatsächlich nochmal genau nachvollziehen, wie viel der Auftrag fertig hat, bevor man irgendwas abgibt. Viele sagen, der gibt bei bis 85%, das ist ungefähr die Größenordnung, aber ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo was habe stehen lassen, was das rechtfertigt, dass es nicht 85% sind. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Komma-Wert irgendwie. Ich glaube aber, ja, allenfalls hier vorne auf der Ecke, dass da irgendwo noch eine
Wir gucken mal eben. Der Starrer Max ist der 180. Ist gar nicht mehr so verkehrt, ne? Ein bisschen breiter mit den Reifen. Ich kann gar nicht sagen, ob ich den schon mal genutzt habe. Also ich würde für den Moment behaupten, wir haben alles mitgenommen. Habe ich schon öfter erlebt. Ich glaube, das ist so eine Komma-Rechnerei, dass dann tatsächlich nicht genau 85 da drin sind, sondern dann irgendwie diese 3 Gramm weniger gerade, ne? So, den machen wir jetzt schon mal voll, aber wie gesagt, im Drescher ist noch was drin, wir werden also nochmal fahren müssen. Dann können wir aber eventuell sogar gucken, oder wahrscheinlich, ob das irgendwo einen besseren Preis gibt. Ja, und wir können mit 42 hier fahren, das ist auch nicht verkehrt. Das ist schon mal eine Steigerung zum letzten Mal, als wir da hochgefahren sind. Der kleine Bruder fährt ja nur 30. Mit dem Römerauftrag hätten wir tatsächlich einen Fast-Track sogar dabei. Ja, vielleicht gucken wir uns gleich mal das Feld an, bevor wir da... Ihr seht, ich hadere mit mir. Jetzt darf man 17.000 Euro in unserer aktuellen prekären Lage, wenn man so schön sagen darf, auch nicht einfach ausschlagen, ne? Aber mit diesem 2-Reiher, 3 Hektar. Das ist total verrückt. Wirklich, liebe Leute. Gibt dieses riesen mega XX Super L Projekt, ne? Da lache ich über 3 Hektar, da würde ich 3 Hektar wegputzen. Ja. Aber ja, da fahren aber auch mal irgendwie 30 Helfer durch die Gegend. Also tatsächlich bis zu 30 Helfern. Danach gibt es noch ein bisschen die Performance-Themen, aber auch mit dem großen Gerät, ne, Drescher und riesen LKWs, aber ja, was soll ich sagen? Hier ist das eben genau nicht der Fall. Ich überlege gerade, könnten wir hier ein Silo einladen und dann dahin bringen? Hat der. Das wäre ja auch cool, ne? Sollen wir eben gucken. Hat das Ding hier denn überhaupt ein. Das ist mir vielleicht ein bisschen zu heiß noch. Weil das muss ja hier hin. Obwohl hier. Da ist kein. Nee, das sieht einfach nur nach Bahnübergang aus, aber es gibt keinen Abladepunkt hier. Okay. Nee, geht nicht. Ich fahre mal weiter, ne? Wenn ich so mitten auf der Strecke stehen bleibe, ist ja auch nicht so richtig cool. Boah, aber hier mit dem Rübenbruder wollt ihr auch nicht durchfahren, oder? Schon alles in Summe irgendwie ein bisschen spannend, muss ich zugeben. So, mal gucken, wie kommen wir denn am besten dahin? Naja, aber das ist noch ein Stück weiter oben, ne? Das ist es. Ach, so eine Brücke hier, das sieht halt echt gut aus. Also, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie lange jemand mit sowas beschäftigt. Also, ich glaube, es ist tatsächlich der Eduardo. Ich glaube, es hat es alleine gemacht. Größtenteils. Er hat ein paar Unterstützer. Er hat ja auch so Partner, wo für Mais Plus einbauten und so. Aber ich glaube, diesen Bau und dieses Landschaftliche hier, das hat er alles selber gemacht. Hier ist diese Einbahnstraße, bei der wir rein müssen, meine ich. Bob, bob. Santa Lucia. Das ist okay. Also hier auf so eine Einbahnstraße kommt man tatsächlich, wenn man sich dran hält. Und das sage ich euch ganz ehrlich, wenn ihr den KI-Verkehr anhabt, dann haltet euch besser dran. Der fährt nämlich auch hier lang. So, ich muss halt links abbiegen. Das ist auch eine Einbahnstraße hier, ne? Wenn wir also gleich zurück wollen, müssen wir schon auch hier lang. Vorne fährt der Zug durch.
So, dann schauen wir doch mal. Muss auch mal eben gucken. Die Speicherung, da muss ich mal ein bisschen was, muss ich vielleicht mal ausschalten. Müssen wir eben gucken, wie weit wir mit dem 56% wurde. Okay, das bleibt, dann bleibt nicht so viel für uns übrig, ne? Ist denn auch hier der beste Preis für Hafer? Ne, das ist nämlich bei iPhone. Ist schon deutlich, also das können wir uns dann nicht entgehen lassen. Sollten wir langsam planen, dann fahren wir erstmal zum Deutscher zurück. Ach, da abgeschlossen. Plus 2. Ach, jetzt haben wir tatsächlich schon zu viel verkauft, ne? Aber wir fahren jetzt erstmal zurück zum Drescher und dann gucken wir mal, wo dieser ominöse weitere Verkaufspunkt ist für Hafer. Achso, wir müssen hier rum, das ist Einbahnstraße. Das ist schon ein bisschen, ja, obwohl am Ende ist es eigentlich einfach, ne? Ihr müsst da unten rechts abbiegen und hier kommt ihr tatsächlich nur hin, wenn ihr dreht. Das ist okay. Und hier ist übrigens ein so ein Platz. Das könnte ich mir vorstellen, ne, den zu kaufen. Halt mal eben hier an, ne? Das ist ja nicht mehr. Das ist halt so, Freunde. Das müsst ihr mal eben warten. Das hier ist ein so ein Platz, den man kaufen kann. Und ich meine, der kostet irgendwie 5000 Euro. Da muss man hier in so einem Container schlafen. Ne? Und aber ansonsten haben wir hier schon so ein kleines Silo, was da mit dran ist. Und da kann man hier schon seine Sachen reinkippen. Na, da. Und hier ist ein Wassertank dabei. Water Refill Point. Ja, also eigentlich haben wir alles dabei, was wir brauchen hier. Wassertank, Silo. Was willst du noch mehr? Und ich meine, das Ding hier kostet 5000, ne? 5300. Aber es gibt noch irgendwie so einen Platz. Was ist das hier? Ne, das ist nicht. Ich meine. Da ist ein weißer Fleck. Warte, mal gucken, das ist es nicht. Das wäre zu groß. Wäre zu teuer. Moment mal, es gab doch hier. Deposito Forivario. Was auch immer das bedeuten soll. Ja. Muss man da mal eben hier die ganzen Symbole ausmachen. Hier ist man besser drin. Also das ist genau das hier, ne? Die Fläche hier, oder? Ja, und das andere ist bei B. Dann gucken wir doch mal. Okay, der ist aber was anderes. Stala Cavalli. Okay, dann. Ich weiß, ich könnte schwören, es gab hier noch so ein. Das ist aber die. Das sind die Ställe. Ja, aber die sind alle zu teuer. Da ist noch was und da, aber. Nee. Kann ich nicht entdecken, Freunde. Kann ich nicht entdecken. Aber wie gesagt, das hier wäre so ein Punkt, den könnte man starten. 5000 Euro. Na, da könnte man tatsächlich. Und ich glaube, das werden wir auch tun. Wir werden das hier kaufen. Ja, ja, Ruhe bewahren, Freunde. Ruhe bewahren. Ja, das ist halt so, ne? Ja. Boah, ich sag, wir sind in Italien. Sonst fahrt ihr doch auch immer dran vorbei. Ja, da war ein Überholverbotenschild, ne? Aber ich bin in Italien auch schon mal Auto gefahren. Überholverboten kennen die aber nicht immer. Boah, ganz ehrlich, auf den Straßen, da wirkt ihr schon richtig groß, oder?
Stellt euch mal vor, wir würden im 1050 oder sowas sitzen hier. Würde das ja richtig abgehen. Obwohl, der passt ja. Ja, der passt auch gut drauf. Also, das ist schon. Aber hier, da kommen die Traktoren auch in der richtigen Größe umher. Ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich diesen Traktor jemals schon mal gefahren bin. Den kleinen Starer ja, aber hier diesen seinen großen Bruder wüsste ich nicht. Starer ist auch eher brasilianisch, ne? Starer ist Trailer, so diese Sämaschinen. Schreibt es mir doch mal rein in die Kommentare. Starer, gibt es das tatsächlich? Ja, in Italien, hier wird einfach genommen, was gerade in der Mission steht. Aber Starer ist eher so südamerikanisch, oder? Boah, diese neue Lokomotive, die ist schon auch sehr schön geworden. Schon cool gebaut. Das wäre natürlich auch eine Option, ne? Dass wir, ne, müssen wir. Wir müssen hier auch ins Holz gehen. Das steht völlig außer Frage. Da habe ich auch mal coole andere Geräte mal mit eingepackt. Nochmal was Neues im Forstbereich. Ja, machen wir ein bisschen neue Sachen. Ne? Wie gesagt, Modset ist voll. Viele Überraschungen noch dabei. Ein paar exklusive Sachen auch. Die ihr so noch nicht gesehen habt. Und dann schauen wir mal weiter. So, wir schließen aber das noch ab, dann machen wir noch diesen Auftrag und dann gucken wir uns an, wie wir weitermachen. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Und hier verfliegt die Zeit ja dann doch ein bisschen schneller. Jetzt sind wir tatsächlich schon wieder eine Stunde weiter. 15:36. Willkommen im LS, ne? Mal eben. Lass uns das mal eben machen. Der Song ist cool, der gefällt mir. Eduardo, falls du das hier siehst und falls du irgendwann mal jemanden suchst, der die nächste Version der Karte testen möchte, dann sag mir Bescheid. Da finde ich jemanden. Nicknack. Ja, vielen Dank für die Karte. Vielen, vielen Dank, kann ich nochmal sagen. Ein urcooles Ding. So, guck mal hier. Da sind nochmal 4.428 Liter drin. Hafer. So, bitte. IFO. Was auch immer IFO ist. Kumpel von UFO, ne? Ach, guck mal. Ne, bei Raps gerade gewesen. Oh, aufpassen. Oh, Raps ist für 2200 oben gewesen. So, wo ist IFO? IFO. 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 Da ist IFO. Echt, da gibt es einen Verkaufsbon. Direkt am... Ja, bitte, der war gar nicht so weit weg, ne? Ja. Ach, das ist gar keine Überladestation. Guck mal, ich hätte vorhin fast da reingekippt. Glück, ne? Ihr habt mir Glück gewünscht beim letzten Mal. Und jetzt lohnt sich das, ne? Jetzt kommt's raus. Oh, meine Musik ist vorbei. Ja, da muss ich euch so unterhalten. Ich erspare euch das Singen, versprochen. Los, so, ich wollte es euch ersparen, ne? Na komm, einer muss... Oh, Sole mio. So, mehr ist auch nicht drin. IFO, na guck mal einer an. Ja, es gibt halt an ein paar Stellen. Da kann man hier an, über den einige Sachen halt zum Zug verladen. Was ich cool finde. Ich bin auch tatsächlich mal gespannt, wenn wir unterschiedliche Silagearten machen. Also Silage könnt ihr am Zug... in den Zug einladen und dann zum BGA bringen. Mit dem Zug auch. Ich weiß gar nicht, ob nur zum Verkaufspunkt. Hat die BGA überhaupt eigentlich... Ne, der hat gar keinen Verkaufspunkt. Ne? Da müsste die BGA schon auch euch gehören. Ne? Lass mich raten. Unendliche weit, ne? Also unendlich weit entfernt, will ich damit sagen, von meinem finanziellen Stand gerade. Ne?
genau so wird es sein. Ich kenne mich doch aus. Ist hier. Guck mal, wir könnten 50 fahren. Ein bisschen an dem Lenkrad ruckeln und ein bisschen schneller geht. So, hier das IFO, ne? Ich glaube schon. So, mal gucken, was hier am Schild steht. IF O-West. Ah, das muss ich aber noch machen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ist denn IFO? IF O-West. So, Freunde der Sonne. Hafer. Abkippen. So, hier war richtig Kohle. Zaster. Money, money, money. Oh, hier. Guck mal, das hat sich aber gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. Das ist mal ein Auftrag. So stelle ich mir das vor. Ach, weißt du, der Traktor macht schon mal aus. So. Ich sag mal, ne, dein Herrchen kommt dich gleich abholen. Nichtsdestotrotz gucken wir einmal in die Aufträge rein, nicht, dass vielleicht doch noch was dazugekommen ist von dem guten Mann. Der war das hier, ne? Der Frascati. Der hat noch zwei Düngeaufträge. Wäre eine Option. Ach, guck mal hier, die Sophia Loren. Na, schau mal einer an. Was hat die denn für uns? Flügen. Ja. Cool. Ja, wollte ich machen. Danke auch. Ja, du hier auch. Bernardo Il Giovanni. Ich habe gehört, das ist auch Paolo. Ja, cool. Ferreira, guck mal. Es gibt den. Den Avatar von Bud Spencer hier, ne? Der, wie heißt der denn noch? Komme ich gerade nicht drauf. Aber auch cool. Sehr cool gemacht. Abschließen. So. Schade, der Drescher war cool. Ja, was hilft es uns? Was hilft es uns? So, mein Lieben, aber das sollte jetzt wirklich für heute gewesen sein. Ich weiß noch nicht, wie ich weitermache. Das gucken wir mal. Wir können mal eben gucken, was wir haben. 25.000 Euro, Freunde. Boah. Cool. Ja, ich brauche aber eine Basis. Also, ich stelle nicht einfach die Geräte irgendwo hin, selbst wenn wir irgendwo uns was kaufen könnten. Das heißt, wir fangen damit an. Wir kaufen diese Folge noch ein Auto. Und das ist der hier, ne? Müssen wir den eigentlich so einen knalligen Orange, ne? Haben wir die 100 Euro? Boah, ich habe schon keine Lust, die 100 Euro auszugeben, ey. Nee, wisst ihr was? 100 Euro haben wir nicht. Aber wir haben ein Auto, Freunde. So, passt mal auf. Wir haben jetzt, ja, nee, Maschinen, ich wollte tatsächlich Grundstücke im Gegenwert rechnen. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt das Grundstück, also ich werde noch keine Sorgen, ich werde noch keinen Kredit aufnehmen, aber wenn ich jetzt dieses Grundstück hier kaufe, das da, nee, daneben, das kleine hier, da müssen wir X drücken, kaufen, so. Wir sind jetzt Grundstücksbesitzer. Wir haben ein Zuhause, Freunde. Ne? Hashtag Zuhause. My home is my castle. So, Freunde, hier, guck hier. Ja, genau richtig. Okay, so super animiert ist er natürlich noch nicht. Ne? Er ist halt ein bisschen kaputt, ihr seht ja, ne? Also Gaspedale funktionieren nicht richtig. Die Anzeige, die Tempoanzeige ist kaputt. Aber so what? Wir haben ein Auto. Ja, ist doch super. Also jeder braucht sein Auto, finde ich. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal einmal die... oder? Nee, eigentlich ist die Folge schon zu lang. Wir fahren beim nächsten Mal zurück. Aber wisst ihr, ich fahre zum Shop zurück. Wir können nämlich gucken, ob es noch... in den drei Zügen, paar dauert's. Wir machen erst noch Aufträge. Der Tag ist noch jung. Komm, hier, 15:44 können wir auf jeden Fall noch was machen. Boah, Junge, Junge. Der Wagen passt von der Größe her genau, ne? Über so einen Poller da. Da muss man wirklich langsam fahren. Ach, coole Nummer. Der Wagen gefällt mir. Patrick hat den ein bisschen dran rumgeschraubt. Vielen Dank, Patrick, an der Stelle. Däumchen hoch.
Däumchen hoch. So, hier müssen wir müssen auch erstmal arbeiten. Ne? Und dann fahren wir sicherlich beim nächsten Mal, um nach Hause zu kommen, die Panoramastrecke. Ne? So, jetzt haben wir eigentlich alles. Wir haben ein Grundstück. Wir haben ein Auto und zur Not können wir da drin schlafen, aber wir können auch in dem Container an so einem Grundstück schlafen. Das heißt, das ist gelöst. Erstes Ziel, Etappenziel erreicht. Großgrundbesitzer, Freunde. Und wir haben noch 17.500 Euro auf der Kante. Ne? Das ist grandios. So, alles andere dann in der nächsten Folge. Arrivederci. Alles Gute. Bye, bye und ade.